Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Keul, da haben Sie jetzt einfach wieder versucht, das Bild der unwilligen, der unfähigen Großen Koalition zu zimmern. Ich hätte mir bei diesem wichtigen Thema ein bisschen mehr Sachlichkeit gewünscht. Ich möchte vorab eines feststellen. Wir alle hier haben dem Grunde nach dasselbe Ziel. Wir wollen einen besseren Schutz von Frauen vor Vergewaltigung und vor sexuellem Missbrauch. Und es wäre gut gewesen, Frau Keul, wenn Sie genau das herausarbeiten, weil ich eben glaube, dass das heute ein sehr gutes Signal an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gewesen wäre. Und auch Ihre Unterstellung, dass wir die Dinge verzögern wollen, der trägt bei genauer Betrachtung nicht. Denn ich will einmal die Chronologie ins Gedächtnis rufen, und die sah doch wie so aus. Es gab am 7.4.2014 einen Referentenentwurf, und der sah vom Justizministerium keinerlei Handlungsbedarf bei § 177 StGB. Und die CDU-CSU-Fraktion hat sich da frühzeitig positioniert. Wir haben im Schulterschluss mit Frauenrechtsverbänden auf Handlungsbedarf hingewiesen. Wir haben auf die Istanbul-Konvention, auf Artikel 36 Absatz 1 hingewiesen, der vorsieht, dass jedwede sexuelle Handlung gegen den Willen des Opfers unter Strafe zu stellen ist. Unsere Botschaft war damals, Nein heißt Nein, und wenn dem Täter das bekannt ist, oder er es auch nur billigend in Kauf nimmt, dann muss das unter Strafe gestellt werden. Und das Interessante, wenn man sich die Zeitschiene anschaut, dann muss man hier feststellen, dass unsere Positionierung stattgefunden hat, bevor Sie mit Ihrem Entwurf um die Ecke gekommen sind. Und dieses Verfahren, das verteufeln Sie jetzt als zu langsam. Ich bin mittlerweile etwas verwirrt, weil Sie offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen von einem zügigen Verfahren haben. Jetzt haben wir jüngst die Gesetzesänderung zur Ausweisung ausländischer Sexualstraftäter hier besprochen. Da war Ihre Argumentation, das Verfahren geht viel zu schnell, wir haben keine Zeit, uns mit diesen wichtigen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und hier ist Ihnen nun heute alles zu langsam. Gestern im Ausschuss, und da bin ich Ihnen, Kollege Fechner, sehr dankbar, haben auch Sie in unserem Namen, und wir tragen das ausdrücklich mit, deutlich gemacht, dass es unser Ziel ist, noch vor der Sommerpause dieses Gesetzgebungsverfahren abzuschließen, das heißt noch vor der Sommerpause zu einer neuen Regelung zu kommen. Das Einzige, worum wir gebeten haben, war, dass wir eine Anhörung erst dann terminieren, wenn die verschiedenen Etappen des Verfahrens kalendermäßig feststehen. Alles andere ist einfach nicht seriös. Die Anhörung ist dem Grunde nach schon lange beschlossen. Sie hatten es erwähnt. Was Ihnen aber leider entfallen ist, ist offensichtlich die Information, dass am 28.01.2015 bereits schon einmal eine erste, für uns alle, ich denke, sehr fruchtbare Anhörung stattgefunden hat. Und wenn es nach Ihnen geht, dann hätten wir diese Anhörung gehabt. Wir hätten eine Anhörung gehabt zu Ihrem Entwurf und dann eine Anhörung zum Referentenentwurf. Und das ist für Sie dann eine zügige Behandlung. Und bei anderen Themen, auch das will ich mal etwas suffisant in Erinnerung rufen, da beklagen Sie sich immer und sagen, die Terminierung für Anhörungen, die ist für uns so schwer, weil wir als kleine Fraktion so viel Berichterstatterthemen auf eine Person vereinigen. Und hier fordern Sie Anhörungen in schon fast inflationärer Art und Weise. Der zweite Vorwurf, mit dem Sie den Entwurf aus dem Ministerium geißeln, ist, er sei halbherzig. Das ist ja nicht die Umsetzung von Nein heißt Nein. Und dabei verschweigen Sie aber bei ehrlicher Betrachtung die praktischen Schwierigkeiten dieser Nein heißt Nein-Lösung, die wir bis heute auch anstreben. Und wir müssen uns diese Schwierigkeiten vor Augen führen, denn nur so können wir das Grundproblem lösen. Und das Grundproblem ist doch Folgendes. Wir haben in der Bundesrepublik jährlich ca. 8.000 Vergewaltigungen, die angezeigt werden. Frau Kollegin, lassen Sie mich doch mal ausreden. Und Experten, und das sollten wir uns mal vor Augen führen, Experten befürchten, dass unter Umständen nur jede Zehnte zur Anzeige kommt. Also brauchen wir eine gesetzliche Regelung, die Frauen Mut macht, Anzeige zu erstatten. Und was wir eben nicht reihenweise
produzieren wollen, ist folgende Verfahrenschronologie: Anzeige, Verfahren, Einstellung bzw. Freispruch, weil ja auch in diesem Verfahren wieder der Grundsatz in dubio pro reo gilt. Die Aufgabe, und so hat es die Tage ein Jurist im Gespräch mit mir deutlich herausgearbeitet, ist doch letztendlich, dass wir dieses Nein heißt Nein so ins Strafrecht übersetzen, dass damit Staatsanwälte und Richter arbeiten können. Und nun werfen wir mal einen Blick in Ihren Entwurf, liebe Kollegin Keul. Sie haben ihn ja vorhin so gelobpreist, dass ich zwischendurch schon gedacht habe, Sie haben das Rad neu erfunden. Sie wollen also, Sie hatten es dargestellt, die Vornahme der sexuellen Handlung dann unter Strafe stellen, wenn der entgegenstehende Wille des Opfers erkennbar zum Ausdruck gebracht ist. Das ist eine einfache, eine klare Formulierung. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, eine Formulierung, mit der auch ich am Anfang lange geliebäugelt habe. Und das wissen Sie auch. Das Problem, das wir uns aber vor Augen führen müssen, ist doch, wie wollen wir das nachweisen? Wie wollen wir das nachweisen, wenn wir wissen, dass die problematischen Fälle in der Praxis doch häufig die Fälle der Vergewaltigung zum Beispiel in einer Ehe, in einer Beziehung sind, wo dann der Täter noch vor dem Richter steht und sagt, sie hat es doch gewollt. Das heißt, wir haben vier Augenkonstellationen, bei denen wir keinerlei objektive Indizien finden und vieles offensichtlich oder unter Umständen nur auf subjektive Wahrnehmungen gestützt werden kann. Und dann laufen wir doch wieder Gefahr, dass wir reihenweise folgende Chronologie provozieren: Anzeige, Verfahren, Einstellung bzw. Freispruch. Und wir haben dann keine Verbesserung. Und der zweite Punkt, und auch das muss man hinterfragen, wie wollen wir dann bei dieser Formulierung konkludentes Verhalten werten? Was meine ich? Stellen Sie sich vor, zwei Arbeitskollegen sind zusammen auf Dienstreise. Abends trifft man sich in der Bar, die Stimmung ist gut, er macht ihr eindeutige Avancen und sie stellt abends noch klar, nein, zwischen uns wird nichts laufen, ich will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Und der Abend läuft weiter, es wird launiger, man ist leicht angetrunken, alle wissen noch, was sie tun, der Abend geht weiter, er bringt sie wie ein Gentleman auf das Zimmer und dort verliert sie dann die Kontrolle und es kommt zum Äußersten. Und am nächsten Tag sagt sie, ich wollte das doch nicht und das habe ich dir auch gesagt. Und jetzt ist doch die Frage, wie wollen wir gemeinsam diesen Fall aufarbeiten? Das Nein war ausdrücklich erkennbar. Und jetzt ist doch die Frage, gab es nach diesem Nein noch eine weitere Willensbekundung durch dieses Geschehen lassen oder wirkt dieses Nein fort? Und deswegen sage ich Ihnen, wenn wir dieses Nein heißt Nein praxistauglich ins Strafrecht übernehmen wollen, dann ist es klug, wenn wir verobjektivierbare Momente in diesen Tatbestand einbauen können, wie zum Beispiel eine Drohkulisse mit dem empfindlichen Übel. Hier lässt sich der Sachverhalt im Nachgang anhand objektiver Kriterien verdichten. Nehmen Sie zum Beispiel den Mitarbeiter einer Ausländerbehörde, der der ausländischen Mitbürgerin den Aufenthaltstitel nur dann unter Beweis stellt, wenn sie mit ihm den Beischlaf vollzieht. Auch hier habe ich dann zumindest objektive Punkte, die mir helfen, diesen Sachverhalt zu konstruieren. Und nur wenn uns das gelingt, nur dann helfen wir tatsächlich dem Opfer und nur dann senden wir das Signal aus, eine Anzeige bringt was. Und dazu müssen wir das parlamentarische Verfahren nutzen. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir den Referentenentwurf so weiterentwickeln, so verdichten, dass keine Schutzlücken mehr bestehen. Und dabei muss es im Strafrahmen einen Unterschied machen, also ob das Opfer die Tat einfach über sich ergehen lässt oder ob der Täter zum Beispiel mit einer Drohung den entgegenstehenden Willen des Opfers beugt. Auch das kommt in Ihrem Entwurf nur am Rande zum Ausdruck. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss auch einen Unterschied machen, ob die Tat an einem Menschen mit Behinderung begangen wird und der Täter diese Behinderung ausnutzt. Hier denke ich an Artikel 46 Istanbul-Konvention, der gibt den Mitgliedstaaten den Handlungsauftrag, noch einmal zu überlegen, ob sich genau dieses Moment strafschärfend, und das ist der Unterschied zu Ihrem Entwurf, auswirken soll. Das ist im Referentenentwurf vom Ministerium sehr gut gelöst und wir haben hier auch schon breite Zustimmung, zum Beispiel von der Lebenshilfe für diese Regelung. Herr Kollege Hoffmann, nein, Sie dürfen noch.
Sie müssen nur sagen, ob Sie noch eine Zwischenfrage der Kollegin Keul zulassen. Ja, aber selbstverständlich, gerne. Gut, dann haben Sie noch mal eine kleine Verlängerung der Redezeit. Danke. Ja, vielen Dank für die Zulassung der Zwischenfrage. Sie haben ja gerade gesagt, es sei eigentlich so, dass man das strafverschärfend berücksichtigen müsse, dass jemand behindert ist. Aber in der Gesetzesbegründung ist es genau umgekehrt. In Ihrem Entwurf wird die Schwerstbehinderung straferleichternd berücksichtigt. Und dazu heißt es in der Begründung, der im Vergleich zu 177 niedrigere Strafrahmen rechtfertigt sich daraus, dass der Täter des 177 zusätzlich einen entgegenstehenden Willen des Opfers durch Zwang beugen muss und daher wegen Nötigung mit einer Mindeststrafe von einem Jahr rechnen muss. Demgegenüber nutzt der Täter des 179 lediglich die Schutzlosigkeit des zum Widerstand nicht fähigen Opfers aus. Darüber hinausgehende Tatmodifikation und so weiter. Also es ist die Begründung dafür, dass es weniger strafwürdig ist, wenn man jemanden missbraucht, der sich nicht wehren kann. Wie passt das zusammen mit Ihren Ausführungen, die Sie eben gemacht haben? Sie haben vollkommen recht, das steht so in der Begründung. Ich habe als Student gelernt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Wenn Sie im 179 lesen, dann gibt es dort den besonders schweren Fall. Und der besonders schwere Fall, strafschärfend, wirkt sich die Konstellation vor allem dann aus, wenn die Tat an einem Menschen mit Behinderung begangen wird und der Täter die Behinderung auch ausnutzt. Steht ausdrücklich drin, hinten beim besonders schweren Fall. Ich habe jetzt den Text leider nicht da. Und wir sollten, und das sind die beiden letzten Punkte, die uns bewegen sollten bei der Frage, wie gehen wir in dieses parlamentarische Verfahren, wir sollten überlegen, wie wir Grapschen besser bestrafen können. Wir müssen wegkommen von dieser Hilfskrücke der sexuellen Beleidigung. Auch dazu haben Sie keinerlei Vorschläge unterbreitet. Und wir müssen uns am Ende noch einmal die Frage stellen, ob wir nicht als Lehre aus Köln einen eigenen Tatbestand für sexuelle Übergriffe aus der Gruppe heraus etablieren, ähnlich den Paragraphen 231 StGB. Ich habe dort gestern noch mal ausdrücklich den Wunsch von Innenminister de Maizière mitgenommen, dass wir uns auch mit dieser Frage beschäftigen sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir haben viel zu tun. Ich denke, wir werden das gemeinsam anpacken und ich glaube, dass wir das Verfahren vor der Sommerpause noch sehr gut werden abschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Balciniak, Fraktion Die Linke, die Gelegenheit, darauf zu antworten.